Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ja, in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass es mit den Klickzahlen etwas nach unten geht. Das ist, ja, auf der einen Seite ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite, ja, stellt man damit wieder raus, dass ein Zusammenhang zwischen Klickzahlen und dem Geld, was man bekommt, nicht besteht. So, der Punkt ist aber, vielleicht besteht ja doch ein kleiner Zusammenhang. Und deswegen habe ich mir überlegt, was könnte man machen, damit man ein bisschen mehr den Zuschauer erreicht. Das sollte man ja machen, wenn man Videos auf YouTube macht, dass man das auch hochlädt, was dem Zuschauer gefallen würde, dem potenziellen. Heißt also, auf der einen Seite habe ich mal ein bisschen gekramt. Ich habe dieses nette Spielchen hier gefunden. Chris Saw's Locomotion. Falls ich das unter Windows 7 zum Laufen bringe ordentlich, dann kann ich ja da mal dran arbeiten und sagen, gut, okay, das lade ich mal hoch. Das ist ja, falls es jemand nicht sagt, das ist sowas wie Cities in Motion, nur etwas älter und an manchen Stellen vielleicht auch etwas besser. Coole Überleitung. Das nächste wäre nämlich Cities in Motions selber. Die 1. Oh, die müsste ich erstmal irgendwo finden. Keine Ahnung, wo ich die damals gekauft hatte. Gut, das lässt sich noch dann irgendwo finden, aber da erstmal eine Map zu finden, die ich noch nicht gespielt habe und die noch ganz gut ist, ist schwierig. Nächster Punkt ist der Punkt, dass Cities in Motion 2 ja eigentlich jetzt schon seit 7 Monaten, ich bin schlecht im Schätzen, sagen wir mal ein Jahr, da habe ich es ja nicht mehr gespielt großartig und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht gibt es dafür ein paar neue Maps, aber so richtig auch nicht. Aber es gibt ein, zwei, die ich gefunden habe. Und das Coole an Cities in Motion 2 ist ja, dass eine Map wirklich viele Folgen beinhalten kann. Deswegen wollte ich mal fragen, wollt ihr das auch sehen? Weil Cities in Motion 2 kam damals nur mäßig an. Am Anfang richtig gut, das war super, aber dann ist irgendwann abgeflaut. Da könnte man ja sich auch in den Kommentaren drüber unterhalten, was es da noch so geben könnte für Möglichkeiten. Ja, aber ansonsten, ja, was jetzt noch einfallen würde, wäre sowas wie Bus Simulator 2012 oder City Bus Simulator München, ja, klar. OMSI 2 könnte man das natürlich vermuten, dass da mehr kommen könnte im mit Straßenbahn-Maps, ja, ansonsten nein, weil Busfahren ist für mich immer verbunden mit Lenkrad. Jetzt kann mich jemand sagen, ja, City-Bus-Simulator ist ja auch mit Lenkrad, wieso hast du dann keine Zeit für OMSI? Das liegt ganz einfach daran, beim City-Bus-Simulator München, den mache ich an, klick auf Aufnahme und fahr los. Beim OMSI 2, da muss ich noch mich 5 Stunden damit rumärgern, dass ich das Add-on brauche, das Add-on brauche, das Add-on brauche und das Add-on brauche und ja, das dauert ein bisschen und die Zeit habe ich einfach nicht wochenends. So. Heißt also, um das mal grob zusammenzufassen, Cities in Motion 2, City Bus Simulator München, OpenBVE könnte man eigentlich auch noch fahren, falls ich dazu Strecken finde. Da muss ich sagen, dazu habe ich mich noch nicht belesen. Jetzt, ob es da neue Sachen gibt, ob es da coole neue Sachen gibt, ob es da richtig coole neue Sachen gibt, weiß ich nicht. Aber da wird es vielleicht auch noch sich was finden lassen. Ansonsten, SimCity bin ich nicht so angetan. Das war ja grob gesehen immer dasselbe. Ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, Locomotion. Ich denke mal, da könnte man so einmal die Woche ein Video bringen. Ja. Gut. Was ich übrigens nicht machen werde, da bin ich immer noch strikt dagegen, ist Eisenbahnfahren im TS 2014. Falls es wieder eine Straßenbahnstrecke gibt, dann werde ich die natürlich auch mal fahren werden sollen können. Kommt drauf an, ob sie mir auch gefällt. Zum Beispiel hatte ich mal geschaut, da gab es eine Strecke, da die ging irgendwo, ach, in Amilandien, keine Ahnung, da gibt es viele Städte, die haben jetzt neue Straßenbahnstrecken und die sehen alle so eintönig aus. Und da schlafe ich genauso ein wie beim Eisenbahnfahren. Ist für mich persönlich so. Eisenbahnfahren gleich einschlafen. Außer es ist so eine schöne Nebenbahn, wo alle einen Kilometer
im Bahnhof kommt. Das wäre sogar sinnvoll. Das würde ich fahren. Mensch, stimmt. So, ja. Das war es eigentlich jetzt erstmal. Also wie gesagt, ich könnte darüber ein bisschen diskutieren, was ihr so wollt, was meine Meinung dazu ist. Und ja, dann lässt sich sicherlich schon was finden, was auch Richtung Simulationen geht. Das ist ja der Punkt. Ich möchte gerne was zum Thema Simulation beitragen. Ja, also, dann bis die Tage. Tschüss.